So, Lilla, mit unserem Cream sind wir dabei, Schutzgebiet um Schutzgebiet zu errichten, neue Städte zu gründen, haben mit Politikkarten rumgepuzzelt, gerade tricksen mit Rodung und mit Handwerkern und mit Siedlern rum. Mal schauen, was wir sonst nur alles auf die Beine stellen können. Ein Handwerker hier vorne mit zwei Aktionen. Fischerboote hatten wir hier gesetzt, hier vorne hatten wir gerodet für einen Hafen, der hier entsteht. Marmor anschließen und versuchen zu verkaufen. Das können wir machen, überhaupt rund um Raupenpower. Auch viele Möglichkeiten, Geländefelder zu modernisieren, die nicht. Hier ist ein Schutzgebiet, aber hier und da, das könnte man machen. Gehen wir mal an, einmal an Land. Hier geht's weiter, hier wollen wir noch eine Stadt gründen. Hoffentlich haben wir uns das gut überlegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier gründen wir jetzt gleich eine Stadt. Und haben einen weiteren Gründungstitel. Den haben wir noch nicht ausgegeben. Genau. Wir wollten noch... Genau, wir gehen ja in die Breite bei den Gouverneurstiteln, weil wir den Audienzsaal bauen. Ist im Diplomatieviertel gerade drin. Wir haben den weiteren Titel dadurch bekommen, weil wir den Regierungsplatz fertiggestellt haben. Jetzt bauen wir den Audienzsaal, steht da, bekommen wir einen weiteren Diplomatietitel. Und der Audienzsaal gibt Vorteile auf alle Städte mit Gouverneur. Je mehr Gouverneure wir haben, desto besser. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir da vor? Wen holen wir uns als nächstes? Moksha ist für uns total langweilig, wir haben keine Religion. Viktor, wir haben keinen Krieg. Reyna, kann man nie was mit falsch machen. Armani könnte man auch mal zu irgendeinem Stadtstaat hinsetzen, weil man sagt, da wollen wir unbedingt mal sein. Früher oder später holen wir uns Armani. Ich würde einfach mit Reyna anfangen. 2 Gold pro Runde für jeden fremden Handelsweg, der diese Stadt durchquert. Kann man auch schön befördern. Wenn eine Stadt viele Schutzgebiete hat, gibt es... Da hat man normalerweise wenig modernisierte Geländearten. Gibt es für jede dieser, für die meisten dieser Felder plus 2 Gold dazu. Und es gibt außerdem nochmal mehr Anziehungskraft. Ist auch bei Schutzgebieten eine coole Geschichte. Also Reiner irgendwo hinschicken, ja. Die Frage ist, wohin? Wohin schicken wir sie? Gibt es viele fremde Handelswege, die im Augenblick unser Reich durchlaufen? Sieht nicht so wirklich danach aus. Kann man nicht echt sagen. Wenn Handelswege kommen, dann wahrscheinlich nach Mazotev. Da ist aber schon Pingala. Wir könnten Pingala... allerdings nach Brudaks Bucht schicken. Wisst ihr warum? Weil Pingala profitiert auch so... Ah, Moment. Also Pingala, den hat man so befördert, je mehr Bürger in der Stadt, desto mehr gibt er an Forschungspunkten. An Kulturpunkten in unserem Fall. Und, da, und Brodaks Bucht wächst schneller. Andererseits wiederum Reyna mit ihrem Bonus. Ja, und die würde wahrscheinlich hier vorne eigentlich ganz gut greifen. Weil hier wahrscheinlich eher Handelswege durchlaufen, die von den Azteken oder von den Kanadiern kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auf Dauer viele Handelswege durchlaufen. Viele Fremde. Lass uns mal Pingala nach Brodaks Bucht schicken. Und umgekehrt. Was schreibt der Chat? Bonus gilt auch für Handelsbezirke. Welcher Bonus? Ah, Zeilstein argumentiert so rum... Auf Dauer gibt Reyna ja mehr Attraktivität. Noch nicht, erst später. Ab der Forstverwaltung, wenn befördert. Und da vielleicht eine Stadt hin, wo man ein Schutzgebiet hat, das aber nicht so gut greift. Wir haben ja hier ein Schutzgebiet hier vorne. Das ist die Attraktivitätslinse und die Felder sind teilweise nur bezaubernd und nicht atemberaubend. Ja, aber das hier ist dunkelgrün. Atemraum, das Schutzgebiet ist im Bau, wenn es fertig ist, gibt es nach außen hin überall nochmal einmal Attraktivität, dann sind die alle bezaubernd. Insofern ist das eigentlich dann egal. Und hier ist ja im Augenblick Magnus. Magnus geht demnächst wieder rüber nach, immer weiter wollten wir den schicken, damit der Siedler hier keinen
Bevölkerungspunkt kostet. Das könnten wir auch machen. Nee, wir wollten Liang hier oben haben, wegen den vielen Handwerkern, die wir kaufen und dann überall hin verteilen können. Ne? Aber Liang würde auf Dauer hier unten helfen mit ihren Modernisierungen, die auch dann, ja, wir könnten hier Geländefelder dazu kaufen und könnten dann hier viele Wasserfelder anschließen und die mit Aquazuchten versorgen. Aber das sind nicht viele, das sind eigentlich nur die beiden hier und hier entsteht eine Fischzucht, weil das ist alles Ozean, das ist alles Quatsch. Das ist alles egal. Und wie ist die Attraktivität für die Gelände, für die Schutzgebiete in anderen Städten? Wie sieht es in Aufwind aus? Fragt auch gerade der Chat nach. Das Schutzgebiet hier vorne. Ja, das braucht Hilfe. Das braucht einen mehr Attraktivität. Das wäre hilfreich. Das hier ist nur plus 2. Das auf 4 zu bringen wäre cool. Aufwind, Rainer nach Aufwind. Können wir machen. Die Stadt braucht jetzt nicht unbedingt Wohnraum. Ach doch, wir schicken die nach Aufwind. Das überzeugt mich. Rainer nach Aufwind. Und dann befördern wir sie irgendwann auf dieses Feld hier. Nicht modernisierte Geländearten bekommen mehr Attraktivität. Das machen wir. Idee kam aus dem Chat, vielen Dank. Ja, eine Runde weiter. Danke, Barmo. Schreibt, danke für die schönen Let's Plays. Durch die ganzen Tipps habe ich mein erstes Spiel auf Gotthard gewonnen. Das freut mich echt sehr. Ich ahn's gar nicht, wie sehr mich das freut. Das höre ich total gerne. So, und hier roden wir in 2 Runden. Hier gründen wir die nächste. Hier, jetzt gründen wir 2 Städte binnen einer Runde. Zeitalterwechsel in 15 Runden. Oh, das riecht nach einem dunklen Zeitalter für uns. Einmal Stadtgründung hier vorne. Der Name, schnell und flüssig ausgesprochen, heißt Piesif Avasis. Wer kennt's nicht? Könnt gerne schon mal Stadtnamen reinschreiben. Nordwestpassage. Ja, mit etwas Fantasie. Ja. Bruchtal. Winterfell. Weil auch die Barbaren immer kommen und einen angreifen. Winterfell ist okay. Bullpen schlägt Maliman vor. Stadtwald, Fluss, Neid, Bergenbull. Bergenbull geht ja. Bergenge geht auch. Bruchtal finde ich eigentlich bislang hübsch. Und Bergenbull auch. Hirschbulle geht hier fast überall. Hirschbulle wäre eigentlich in Schutzwald noch besser. Bulaska, damit kriegst du mich. Wenn wir denn noch wandern, eine weitere Stadt hier weiter westlich gründen in Alaska. Irgendwann mal. Hier sind übrigens viele Vulkane. Wahrscheinlich nicht. Dann nehmen wir Bulaska. Ja? Name kam von North Bowman, ne? Glückwunsch, mal wieder einen Stadtnamen abgeräumt, North Bowman. So. Boah, ist die Stadt produktiv. Guckt euch das mal an. In welch irrem Tempo die hier blüht, wächst und gedeiht. Wahnsinn. Links waren viele Barbaren. Ich würde mit der Stadtmauer anfangen, obwohl wir eigentlich ein Schutzgebiet hier hinsetzen wollten. Aber da sollten wir uns auch erroden. Wir fangen mal mit der Stadtmauer an. Der Kollege bleibt hier. Welche Rodungskarten, die gut sind fürs Roden, haben wir drin? Gar keine. Toll. Super. Hätten wir die Stadtmauerkarte drin, hätten wir jetzt einmal eine Stadtmauer erroden können. Links von Bulaska ist noch ein Bonusdorf. Ja, da sind allerdings auch viele Barbaren. Da können wir mal unbedingt nicht hin. Danke, Randleister. Danke dir.
Hier gründen wir die nächste Stadt, Leute. Gleich eine weitere. Nochmal Namensvorschläge, bitte. Tal der Tipis. Ja, ist sehr hübsch, North Norman. Problem ist, die Kree bauen keine Tipis. Die bauen Mekkawaps. Also Hütten aus Baumrinde. Also Baumrinde, die ganz geschickt ineinander geflochten wird. Nicht transportabel, die Mekkawaps, aber sehr schnell baubar. Kein Platz, Schneeklippe, Engpass. Allianz müssen wir machen, danke. Bulltal. Big Bull Mountain, Bull im Tal. Bull im Tal geht immer. Hör mal, aber wollen wir denn wirklich nur Bullennamen haben? Immer Bull, 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 Bull. Bullsklamm? Bullsklamm wäre eher da links. Bull im Tal, okay, meinetwegen. Bison im Tal. Wenn überhaupt ein Bison im Tal. Grand Bullion, ja. Das hatten wir noch nie. Das war mal echt was Neues. Name kam von Heroman. Glückwunsch. Namensgeber, Namenspate, Heroman. Ja, das schreit natürlich nach einem Campus und hier nach dem Schutzgebiet. Beides auf einmal geht nicht. Wir brauchen vor allem dringend hier plus eine Nahrung. Das erste, was wir brauchen, ist mein Händler, der hier startet. Wie gut, dass einer gleich fertig ist. Wenn wir hier unten den Marktplatz fertig haben, können wir einen kaufen, weil sonst wird hier draus gar nichts. Dann müssen wir das Schutzgebiet einmal boosten. Das ist echt hier krass. Schaut euch das mal an. Das ist so richtig spannend, erst wenn das Schutzgebiet fertig ist. Vorher ist hier nichts. Boah, ist das mies hier. Sagen wir, Leute, haben wir die Stadt richtig platziert? Das ist hier erbärmlich. Das ist hier völlig erbärmlich hier. Okay, der Rest ist auch alles doof. Es werden nur noch die Wasserfelder übrig. Aber das dauert ja ewig in 3 Tage, bis hier irgendwas fertig ist. Wenn das hier fertig ist, dann werden hier im dritten Ring die Felder, dann können wir die uns holen. Von hier aus können wir Felder kaufen. Wir haben doch im Weltkongress drin. Neu gebaute Bezirke lösen einen Kulturschock aus. Wenn das gebaut worden ist, gehören die Felder alle uns. Oder wenn ein Händler hier durchläuft, das geht auch. Wir müssen die Felder schnell bekommen. Aber ich frage mich gerade, ob das so ein toller Platz ist, ob wir nicht mit dem Siedler erstmal hätten hier unten bauen müssen. Wäre, glaube ich, klüger gewesen, aber hier ist ja ein Siedler gleich von rechts aus schon unterwegs. Was bauen wir in so einer Stadt, wo die alles schon hat, nämlich nix? Der kann auf jeden Fall nach links raus, Richtung zu den Barbaren. Also den Campus zu setzen ist eine Versuchung, aber erst ab dem 4. Bürger können wir den 2. Bezirk setzen. Der 1. sollte eigentlich das Schutzgebiet hier sein. Und das geht im Augenblick noch nicht. Wir könnten das kaufen, dann sollten wir links da auch roden. Wir könnten das so schon mal kaufen. Weil das erste Gebiet, das dazu kommt, ist vermutlich das hier unten. Das könnten wir uns erkaufen. Könnten darauf dann... Ja, bringt auch nichts. Kornspeicher bringt wenigstens eine Nahrung, heißt es im Chat. Wassermühle bringt sogar eine Nahrung und eine Produktion. Und den Wohnraum brauchen wir lange noch nicht. Den brauchen wir, und selbst mit dem Schutzgebiet hilft uns dabei auch. Ich bin für Wassermühle. Eine Nahrung, eine Produktion. Dauert ewig und 3 Tage, aber... Unbenennend ewig Kuhdorf, meint Professor Pantera. Botala-Palast wurde gebaut. Aber wir haben die Allianz vergessen. Wir müssen ganz schnell eine Allianz schließen.
Naturkatastrophe, eine starke Dürre. Der Abwechslung halber mal eine starke Dürre. Wir haben ja auch lange keine mehr gehabt. Immerhin wird nichts kaputt gemacht, weil die nur zwischen den Städten ist. So, jetzt bevor es vergessen, einmal Allianz mit Montezuma. Freundschaft würde auslaufen in einer Runde. Natürlich eine Militärallianz mit dem Stärksten überhaupt. Einmal 6 Gold. Wir haben mit dem Big Boss weltweit eine Militärallianz. Das schüchtert doch ein. Nur wenn er jemand den Krieg erklärt, haben wir mit ihm auch einen Krieg. Das ist, ich würde sagen, wir machen mit ihm eine Kulturallianz. Weil wir kommen in ein dunkles Zeitalter, Leute. In 14 Runden ist es soweit. Wenn er dann, und dann kann es sein, dass er uns loyalitätsmäßig alle unsere Städte wegfrisst. Eine Kulturallianz mit ihm hilft uns überleben. Oh, dafür hätte ich gerne sogar noch Geld. Er gibt sogar ein Gold noch. Ach, ich schenke es ihm. Ich mache mal einen auf großzügig. Hier, behalte dein Geld. Lass uns einfach so gute Freunde sein. Eine Kulturallianz mit Monta. Vorher, damit Northbowman um Northbowman eine Freude zu machen. Extra für Northbowman. Verkaufen wir ihm für 2 Gold 30 Runden lang die offenen Grenzen, sind meine Allianz eingeschlossen. Die verkaufen wir ihm vorher extra. Gilt auch genauso lange wie die Allianz, 30 Runden lang. Das war für dich, Northbowman. Jetzt schenken wir ihm ein Gold. Die Allianz bedeutet zugleich Boost für den diplomatischen Dienst und damit nur noch 4 Runden und gleich sind wir fertig. Abzocker. Under Control outet sich als Spion von Montezuma und meint, es sei Abzocke gewesen. Jetzt bauen wir hier einmal Marmor. Ist kein Schutzgebiet um die Ecke. Und Marmor ist bei uns neu, ne? Ne, haben wir zweimal. Zweites Mal, können wir einmal vertauschen. Wilfried Laurier bekommt es einmal. Stimmt, der wollte das nie von uns haben, der Azteker. Guck mal, ob die das jetzt auch nicht von uns haben wollen. Sicher, achso, er hat selber. Oh, einmal Jade rüber zum Kollegen. Ja, Jade. Ja, Jade. Muss gerade ausgelaufen sein. Dann reden wir einmal kurz mit Curtis. John Curtin. Hasse Marmor. Will er nicht. Achso, ich habe noch gar nichts angeboten. 10. 30 Runden lang. Ja. Wie sieht es denn mit Gewürzen aus? Im Gegenzug noch. Neun Gold. Einmalig. Ist ein Zehntner. Das tut mir leid. Dann nehme ich lieber die 10 Gold. 10 Gold, einmal verkauft. Jetzt haben wir endlich Geld. Sehr schön. Nächste Runde wird hier gerodet. Was habe ich gerade falsch gemacht? Das war 9 Gold für 30 Runden gerade, ne? Ach, er wollte uns 9 für 30 Runden geben und nicht einmalig. Oh, okay. Habe ich nicht verguckt. Dann Blitzdingsgerät im Chat, die nächste. Einmal Blitzdingsen bitte. Alle, wenn du einmal geblitzdingst. Abkommen aushandeln. Marmor
Gewürze, Money, Money. Macht einen gerechteren Vorschlag, gucken, checken, schauen, staunen, sagen, ja, geht. Geht ja! Alles gemacht. So stimmt's? War so alles okay? So alles richtig? Und speichern. Zack, einmal abgespeichert. Ja, zauberhaft. Chat lobt mich. WB, hast du ein schönes Häufchen gemacht? Hast du das Bild schön ausgemalt? Eine Runde nochmal aussetzen. Aber manchmal ist das so, die kompliziertesten Dinge fallen einem ein und leicht. Und andere Dinge, die so trivial sind, dann ist egal. So, mit ihm wollte ich eigentlich ein Stückchen weiter nach links rennen. Mit dem Kollegen hier vorne hatten wir gesagt, wir roden uns das hier mit dem Schutzgebiet, kaufen uns das Geländefeld hier, dann Schutzgebiete draufsetzen. Ja, ne? Ja. Nehmen das Bauprojekt raus, weil wir nicht die Stadtmauer boosten wollen, sondern das Schutzgebiet. Gehen wir wieder rein. Entfernen die Wälder, bekommen 75 Produktion. Setzen das Schutzgebiet rein. Geht jetzt schneller, kommt hier hin. Bringt Wohnraum und die Option, einen Hain drauf zu bauen. Ist in 18 Runden fertig. Nein! Achso, man könnte stattdessen jetzt eines von den Gebäuden machen. Wir könnten jederzeit wechseln und was anderes dann machen. Okay. So, und dann eine Runde weiter. Weltwunder wurde gebaut. Potala Palast, okay. Eine Dürre überzieht unser Land. Hier hungert eine Stadt. Echt? Schon wieder. Plus eine Nahrung, alles gut. Reißt euch mal zusammen. Hier unten. Alles gut. Dann ein Naturwunder entdeckt. Ach, die Galapagos-Inseln haben wir entdeckt. Ja. Ach, wodurch? Ach, und durch unseren Allianzpartner. Jetzt sehen wir, was er sieht. Ein Stück nach Südamerika rein. Ich glaube, der hat die Mapuche noch nicht entdeckt, oder? Wir müssen irgendwo weiter im Süden sein. Ein Vulkan neben dem anderen. Boah, alles verwüstet hier. Überall liegt dicke Vulkanerde auf dem Gelände. Hier geht's rein in das Amazonasbecken. Armbrustschützen. Im Amazonasbecken entstanden. Hat er viele Einheiten. Siedler unterwegs. Boah, da sieht man mal, wo der seine militärische Potenz her hat. Ein Adlerkrieger neben dem nächsten. Nein! Bombarden! Die Azteken haben Bombarden. Die würden uns damit in Schutt und Asche bomben. Boah, ich bin so froh, dass er mit ihm verbündet wird. Ich hab echt, Leute. Der ist so unverschämt stark. Das ist so einschüchternd. Wenn wir so stolz sind, dass wir gleich ein Schutzgebiet fertig haben, danach dann einen Hain draufsetzen, hier wird gerodet. Hier vorne Schutzgebiet, dann Hain. Letzter Siedler, müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Karten. Da ist der Rodungsexperte. Nächste Runde roden wir einmal. Das Schutz, nach dem Schutzgebiet. Schutzgebiet fertig, dann roden wir nächste Runde für den Hain. Dann geht Magnus dort weg, dann zieht Magnus hier hin. Dann geht das mit dem Siedler glatt auf und dann ist der auch noch rechtzeitig da, bevor ein Bürger abgezogen wird. Und der Siedler hier lässt dann hier die letzte Stadt entstehen. So war es genau. Der zweite Hafen. Hier im Bau für den Boost von den Karavellen. Ne, für zwei Häfen, damit wir danach die Karavellen bauen können und die Kartografie schneller bekommen und dann Handelspartner in Übersee finden. Tier auch Hain. Rainer vor Ort, damit man mit der zweiten Beförderung, also nicht mit dem ersten Titel, sondern mit der ersten Beförderung, das hier attraktiver macht, weil sonst hätten wir Probleme, das Schutzgebiet richtig zu nutzen. Allianz, Kulturallianz mit Monte läuft noch 29 Runden lang.
Mit Wilfried Laurier, der ist so schwach, kommen wir gut aus. Ah, immer noch Tanz auf der Rasierklinge, vor allem wenn man sich die Forschungserträge anguckt. Kultur geht schnell rauf, jetzt durch Schutzgebiete und die Haine darauf. Aber wir müssen danach auch eine Bauorgie machen rund um die Campus-Distrikte und immer unseren Diplomatiesieg schön im Auge behalten.